Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Heute wieder mal ein kleines Update zu den Arbeiten am Versorb. Ich hatte ja das letzte Mal berichtet, dass ich die Verkabelung der Motorhaube endlich in den Griff bekommen wollte und bei der Gelegenheit festgestellt hatte, dass die Lampentöpfe ziemlich verrostet sind. Zwischenzeitlich habe ich das alles frisch gemacht, entrostet, neu lackiert und hab dann bei der Gelegenheit ja auch festgestellt, dass die kleinen Positionsleuchten unterschiedlich hell geleuchtet haben. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die rechte dieser Positionsleuchten komplett verrostet war. Ich habe dann eine Weile gesucht, ob ich Positionsleuchten dieser Art irgendwo finden kann. Aber leider ist mir das nicht gelungen. Und ich habe dann diese Heller-Leuchten bestellt, die ich jetzt hier verbaut habe. Die haben den Vorteil, dass ich die Löcher in der Haube lassen konnte. Das heißt, die benötigen also kein größeres Loch. Und ich konnte diesen kleinen Zierrahmen, der bei den alten Positionsleuchten verbaut war, wiederverwenden. Ich musste ihn allerdings innen etwas weiter, also etwas aufschleifen, weil der Durchmesser des Kunststoffgehäuses etwas größer ist. Also man sieht, original waren das hier diese kleinen Spitzen. Jetzt sind es die geworden. Ich denke mal, damit kann man leben. Ich hatte auch Glück, dass dieser Chromrahmen aus verchromtem Messing besteht. Das heißt, ich konnte den aufschleifen, ohne dass ich jetzt Sorge tragen muss, dass dort jetzt irgendwie größere Korrosion eintritt. Das hat also soweit funktioniert. Leider bin ich insgesamt mit der Elektrik noch nicht wirklich weitergekommen. Hier von hinten sieht man jetzt auch die neuen Positionsleuchten, die aus einem kompletten Kunststoffkörper bestehen. Soweit ich es gesehen habe, kann man auch die Leuchtmittel gar nicht austauschen. Man muss da also die komplette Lampe tauschen. Ich habe die ganzen Verbindungen neu gemacht, aber leider stehe ich immer noch vor dem Problem, dass die Elektrik sich hier sehr eigenartig verhält und irgendetwas nicht stimmt. Da ich im Rahmen des Motorwechsels nicht nur die Haube entfernt habe, sondern auch einen anderen Tacho eingebaut habe, wollte ich auch ausschließen, dass dort eventuell das elektrische Problem besteht und habe den Tacho wieder ausgebaut. Ja, leider habe ich aber auch da noch nicht so die zündende Idee. Was ich zwischenzeitlich hinbekommen habe, ist, dass das Heizungsgebläse wieder geht. Das hatte ich definitiv falsch verkabelt. Das habe ich soweit rausbekommen, aber ich habe immer noch folgendes Phänomen: Wenn ich die Beleuchtung einschalte, beziehungsweise wenn ich den Lichtschalter nicht betätige, dann funktioniert die Beleuchtung an der Motorhaube, also sprich die Blinker gehen, das funktioniert. Wenn ich den Lichtschalter in die erste Position bringe, dann leuchten beide Positionsleuchten, aber auch die Fernlichtkontrolle, was natürlich schon falsch ist. Wenn ich dann den Lichtschalter in die zweite Stellung, für die Hauptscheinwerfer schalte, dann geht alles durcheinander. Dann glimmen plötzlich die Blinker. Es geht nur noch eine Positionsleuchte und das Hauptlicht geht gar nicht. Ja, jetzt habe ich versucht, mich vorzuarbeiten und habe als erstes die Masse in Verdacht gehabt und habe jetzt mal zum rechten Scheinwerfer die Masse quasi neu gelegt. Also man sieht, dass ich hier den Massestecker wieder auseinandergezogen habe und habe mal direkt die Masse für den rechten Scheinwerfer mit einer Direktverbindung hergestellt und prompt ändert sich das Fehlerbild. Es gehen plötzlich beide Scheinwerfer, allerdings nicht sehr hell und die Fernlichtkontrolle, die ändert jetzt ihre Helligkeit. Je nachdem, was ich einschalte. Also es stimmt immer noch nicht, aber es hat zumindest einen Einfluss gehabt. Ich werde also jetzt nochmal die Masse des linken Scheinwerfers direkt verbinden und schauen, ob sich eine Änderung ergibt. Das ist zumindest mal das Ziel für heute, mit verschiedenen direkten Masseverbindungen schauen, ob ich dem Problem näher komme. Ja, das soll es als kurzes Update hier zum Auto gewesen sein. Leider bin ich immer noch nicht wieder auf der Straße gewesen.
weil ich die ganze Zeit hier mit der Elektrik beschäftigt bin. Mittlerweile ist es natürlich auch kühler geworden, aber hier bei mir in der Garage gehen die Arbeiten und ich kann jetzt nur hoffen, dass ich das Elektrikproblem schnell gelöst bekomme. Ja, das mal so viel zum Versorb. Ja, doch nochmal ich möchte noch ein kleines Update geben. Ich habe also jetzt den linken Scheinwerfer, die Masse direkt mit dem Motor verbunden und auch vom rechten Scheinwerfer die Masse direkt verbunden. Und wie es ausschaut, funktioniert jetzt alles. Also die Fernlichtkontrolle geht an und aus, die Hauptscheinwerfer gehen, also alles funktioniert. Wie es aussieht, habe ich irgendwo bei der ganzen Aktion, als ich die Haube entfernt habe und alles wieder zusammengeklemmt habe, habe ich irgendwo die Masse verloren. Das heißt, ich werde jetzt für die Hauptverbraucher direkte Masse zum Motorraum legen und nicht mehr die Masse aus dem Kabelbaum verwenden, weil ich nicht ganz genau weiß, wo die ursprünglich herkommt. Das lässt sich leider halt auch nicht so ohne weiteres feststellen. Und dann schaue ich mal, wenn ich eine direkte Masse lege, wie es dann aussieht. Ja, das nochmal als kleiner Nachbrenner von mir, ne?